Die Rolle des Product Owners. Der Product Owner ist genau eine Person und kein Gremium. Er verantwortet das Backlog, pflegt die Items und entscheidet, ob und wann das Produkt ausgeliefert werden kann. Der Product Owner ist der Einzige, der die Anforderungen an das Produkt formulieren und ändern darf. Er verändert auch die Reihenfolge im Product Backlog und entscheidet über die Prioritäten. Außerdem legt er das Sprintziel fest und plant den nächsten Release. Der Product Owner stellt sich schützend vor das Team und sorgt dafür, dass die Stakeholder in den Entwicklungsprozess integriert werden. Gemeinsam mit dem Team hat der Product Owner alle Fähigkeiten, um das Produkt zu liefern und liefert auch, was versprochen wurde. Zusammen verantworten sie, dass das Produkt erfolgreich ist und die Qualität des Produkts stimmt. Der Product Owner sowie das Team können Fähigkeiten im Sprint verändern. Sie reporten den Fortschritt der Produktentwicklung und halten den Plan der noch zu leistenden Tätigkeiten im Sprint aktuell. Zusammen mit dem Team stellt der Product Owner auch neue Mitarbeiter ein. Alle sorgen gemeinsam für Disziplin und maximieren den Wert der Arbeit. Außerdem wird zusammen dafür gesorgt, dass jeder die Regeln befolgt. Alle kümmern sich darum, dass aus Erfolgen und auch Fehlern gelernt wird. Nun kennst du die Rolle des Product Owners.